Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen morgen um 18.30 Uhr. Rund 2000 Anhänger werden uns begleiten. Schiedsrichter ist Dr. Robert Kamka, zuletzt beim 1:1 gegen Schalke hier zu Hause bei uns. Die Bilanz gegen Sandhausen, 9 Spiele, 6 Siege, 3 Niederlagen. Die Älteren erinnern sich, im Mai 2018 sind wir dort mit einem 2:0 aufgestiegen. Trainer, was gibt's Neues von der Verletzungsfront? Ja, 2 Spieler sind angeschlagen, das ist Margreiter und Nürnberger. Ansonsten sind wir fit, freuen uns auf dieses Spiel. Denke auch jetzt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken, hat die Mannschaft auch eine gute Trainingswoche hingelegt. Und wir sind jetzt einmal frohen Mutes, wenn wir morgen nach Sandhausen oder heute nach Sandhausen gehen und morgen das Spiel spielen. Wissen auch, dass es eine schwierige Aufgabe wird, dass es eine sehr leidenschaftliche Mannschaft ist, die sehr viel Kampfgeist zeigt und sehr organisiert ist. Und deswegen wird es auch Geduld brauchen. So werden wir mit dieser Einstellung morgen in Sandhausen auftreten. Wunderbar. Eure Fragen bitte. Andi Lindner, CEF. Von den Grundvoraussetzungen her, wird es ein ähnliches Auswärtsspiel aus Ihrer Sicht werden wie Ingolstadt und Dresden? Vielleicht ein wenig anders, wenn man sich anschaut, dass der Gegner in jedem Spiel 4 gelbe Karten bekommt, dann weiß man auch schon, dass es mit einer großen Aggressivität zu tun haben wird gegen den Ball. Und dem müssen wir uns stellen. Das ist auch für mich jetzt zu sehen, wie die Mannschaft, meine Mannschaft, das auch annimmt. Und am Ende, denke ich, ist es nicht vergleichbar jetzt mit anderen Mannschaften. Sandhausen, denke ich, ist eine sehr aggressive Mannschaft, gut organisiert, hervorragendes Umschaltspiel nach vorne dann auch hat, sehr zielstrebig dann auch zum Tor arbeitet. Und das werden alles Dinge sein, die auf uns zukommen. Martin Funk, Bild. Letztes Jahr hat der 1. FC Nürnberg kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Jetzt könnte es das dritte schon sein, wenn morgen gewonnen wird. Liegt das vielleicht auch daran, dass man dann teilweise weniger das Spiel machen muss, dass dem Club das gerade zum Beginn einer Saison mehr liegt? Andererseits in Ingolstadt hatte man auch viel Ballbesitz. Also ich war voriges Jahr nicht da. Darum ist mir wichtig, was jetzt ist. Wir werden versuchen, unser Spiel zu machen wieder und wollen uns steigern von Spiel zu Spiel. Ich denke, das war in Ingolstadt auch sichtbar, zweite Halbzeit speziell. Das ist mir wichtig, dass wir einfach diese Steps machen, dass wir mehr gute Spielminuten dann am Ende auch haben. Und so werden wir auch versuchen, jetzt in Sandhausen aufzutreten. Sebastian Gloser, Nürnberger Nachrichten. Erst Dreierkette, dann Viererkette gegen Ingolstadt. Gibt es da eine Tendenz, in welche Richtung man jetzt wieder gehen will? Was spricht für die beiden Varianten? Und hat man das Gefühl, die Mannschaft fühlt sich mit der alten Variante wohler? Nein, grundsätzlich wollen wir flexibel auftreten. Die Spielidee soll dieselbe sein, egal in welchem System wir auftreten werden, auch in Zukunft. Wir wollen flexibler werden, das ist auch ein Teil, dass wir unausrechenbarer werden. Wie wir dann auftreten im nächsten Spiel, wird immer vom Gegner auch ein wenig abhängig sein, aber auch von unserem Personal, was haben wir zur Verfügung. Und am Ende haben wir es gut gemacht in Ingolstadt und da wollen wir auch Rhythmus aufbauen. Wir haben ja auch mit Geis einen Spieler dazu bekommen, der uns dann auch, denke ich, in Phasen helfen kann, der das Spiel beschleunigen kann, der gute technische Voraussetzungen hat. Und was der Mannschaft am besten passt, das werden wir versuchen dann auch umzusetzen. Nochmal Sebastian Gloser. Johannes Geis war nach wenigen Einheiten sozusagen jetzt eben schon sehr präsent im Ingolstadt-Spiel. Wie ist es jetzt der Eindruck nach einer weiteren Trainingswoche? Ist er gar nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft? Oder war das die erste Euphorie letzte Woche sozusagen, die er da mitgebracht hat? Ja, wegzudenken ist jeder Spieler. Es ist einfach so, man weiß nicht, kommen Verletzungen dazu oder was auch immer passieren kann unter der Woche. Grundsätzlich ist er ein wichtiger Spieler. Wir haben ihn dazu geholt, dass er dem 1. FC Nürnberg weiterhilft, auch in unseren Visionen. Er ist ein Spieler, der auch einen Karriereknick hatte, aber jetzt natürlich auch die Chance hat, sich wieder zurückzuarbeiten. Er will es, denke ich, auch anderen beweisen, dass er ein guter Spieler ist. Und wir werden ihn dabei unterstützen. Und das ist jetzt einmal primär das Ziel. Martin Funk. Eine Nachfrage zu Geis. Man hat mit ihm natürlich auch einen absoluten Standardexperten geholt. Kann man das in ein Spiel dann auch mit integrieren, dass man auch sagt, gerade Freistöße rund um den Strafraum sind ja bei ihm schon immer verkappte Elfmeter? Absolut, denke ich, einer seiner Qualitäten. Aber dafür müssen wir auch Freistöße ziehen. Da fehlt uns noch ein wenig. Wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, haben wir, glaube ich, einen Freistoß in drei Spielen gehabt. Die müssen wir auch ziehen, dann da vorne. Da müssen wir einfach
auch die Situationen suchen. Und dann haben wir schon, denke ich, auch nicht nur mit Geis, auch mit Kerk und den einen oder anderen. Auch Sörensen hat unglaubliche Freistoßqualitäten. Also wir haben dann schon ein paar Waffen. Harald Büttner, Nürnberger Zeitung. Wie eingangs erwähnt, hat der Club ja vor einem Jahr den Aufstieg perfekt gemacht in Sandhausen. Könnte das vielleicht nur 2-3% zusätzliche Motivation rauskitzeln oder sagen Sie, das ist einfach Vergangenheit, es sind so viele neue Spieler da? Gibt es da eine Meinung dazu? Ja, absolut. Ich denke, ja, es ist 2 Jahre her oder 1,5 Jahre her. Auf der anderen Seite ist es die Mannschaft eine ganz andere Mannschaft und das zu vergleichen, denke ich, ist es ein wenig zu weit. Wir versuchen von Spiel zu denken. Das ist uns wichtig, dass wir uns steigern in den Leistungen, dass wir besser werden. Und ich habe schon gesagt im Vorwort, dass es im Training auch sichtbarer wird und hoffe, dass wir das dann im Spiel auch umsetzen können wieder. Max Albrecht vom Bayerischen Rundfunk. Wunderbar. Dann nochmal Martin Funk. Sie haben einige Profis beim Testspiel gegen Al-Nassr beobachtet. Hat sich da irgendeiner aufgedrängt? Bis auf Dennis Lippert, wo man sich ja freuen konnte, dass er wieder dabei war. Ja, wichtig war es, dass sie Einsatzminuten bekommen, die jetzt weniger gespielt haben, dass sie ein Spiel- und Rhythmusgefühl bekommen für das Spiel. Und das war das Ziel dahinter. Und ich denke, man kann ein Spiel nie im Training sicher arbeiten. Und das, denke ich, haben die Jungs auch in Ordnung gemacht. Speziell nach Lohkämper, bei dem es ja wirklich jetzt wochenlang nicht funktioniert hat. Wäre er schon einsatzfähig? Ist er schon ein Thema für den Kader oder wollen Sie da das Ganze noch langsam angehen mit seiner hartnäckigen Wadenverletzung? Ja, er ist ein Spieler, der von der Bank sicherlich auch ein Signal setzen kann. Er ist ein schneller Spieler, der immer mal wieder im Spiel nach vorne uns Akzente setzen kann. Wir werden jetzt noch intern besprechen, wie es ihm geht, wie die Trainingswoche für ihn war. Ich hatte jetzt noch vor der PK keine Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen. Aber ich werde jetzt mit ihm natürlich auch persönlich das besprechen. Wenn er sich fit fühlt, dass er der Mannschaft helfen kann, ist das sicherlich eine Alternative dazu. Wunderbar. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann dürfen wir allen Kollegen, die uns nach Sandhausen begleiten, eine gute Reise wünschen. Und alle anderen sehen wir sicherlich am Samstag in der Stadt, wenn das Clubhaus eröffnet wird, ab 10 Uhr. Schönes Wochenende. Danke.